Und das ist letztendlich auf Softwareentwicklung bezogen sehr, sehr wichtig, denn hier ist es häufig so, dass der Kompetente, der sagt, naja, es läuft ein Projekt nicht so, wie es eigentlich angedacht ist, und er sucht die Schuld. Wo sucht er die Schuld? Im Außen. Ja? Wenn was nicht läuft, dann sucht er die Schuld im Außen, er sucht die Schuld beim Kunden, der hat irgendwas nicht richtig klar erklärt, nicht irgendwie in Anforderungen nicht richtig, der sucht die beim Nutzer, der ist zu dämlich, irgendwas zu benutzen, der sucht die Schuld irgendwie beim System, ja, beim Framework. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Klein Marketing Consulting, Experte für die Neukundengewinnung, Skalierung und Positionierung von IT-Unternehmern. Vom Solopreneur bis hin zu großen Firmen unterstütze ich sehr gerne operativ und auch beratend. Und heute geht es um das Dreifußmodell, um das Thema Kompetenz. Ja, denn ich habe nämlich Folgendes gemerkt, dass wenn ich zum Beispiel super geile Leads an Softwareentwickler abgebe, dass es dann letztendlich nochmal die zweite Stufe gibt, ja, verkaufen. Ne? Also super geile Leads alleine reichen nicht aus, man muss dann auch irgendwann mal was verkaufen. Und dann sozusagen kommt ja nochmal eine Stufe, und nämlich ja, das Fulfillment. Und da ist es so, dass insbesondere viele Freelancer, also quasi noch Solopreneure, die vielleicht schon eine ganze Zeit lang freelancen, aber in der Regel diejenigen, die noch nicht so lange unterwegs sind, nicht so richtig ihren eigenen Kompetenzlevel einschätzen können, weil sie ihnen einfach die Erfahrung fehlt. Ne? Das ist jetzt nichts Böses oder irgend sowas, aber es ist einfach so, dass sie letztendlich noch nicht lange genug im Berufsgeschehen sind, und ihnen fehlen einfach die Benchmarks. Ne? Also wie kann ich denn überhaupt irgendwas evaluieren? Ja, nur über Benchmarking. Ne? Ich kann ja nur durch Vergleich, kann ich irgendwas bewerten. Ne? Ich kann jetzt sagen, der Mond ist groß, ja, dann können wir übereinstimmen, aber wenn ich sage, ich vergleiche jetzt den Mond mit der Venus, dann ist der Mond sehr klein. Ja? Vergleiche ich den Mond mit meinem Auto vor der Tür, dann ist der Mond sehr groß. Also das heißt, ich kann immer nur über Vergleich und über eine Benchmark irgendwas bewerten. Und ja, dem typischen Softwareentwickler, der, sagen wir mal, erst so ein paar Jahre im Business ist oder erst seit ein paar Jahren freelanced oder vielleicht auch noch angestellt ist und sich selbstständig machen will, oder diejenigen, die auch schon länger selbstständig sind, aber vielleicht sehr häufig immer das Gleiche gemacht haben, denen fehlt manchmal auch so ein bisschen die Benchmark, weil sie halt sozusagen ja, nicht genügend Erfahrungen gesammelt haben von unterschiedlichen Firmen oder unterschiedlichen Projekten und so weiter. Und deswegen hier einfach mal dieses Modell, das jetzt nicht in 5 Stufen unter der Kompetenzentfaltung oder Entwicklung unterteilt wird, gemäß dem Modell von Dreifuß, kannst du gerne hier unten ein paar Links anschauen. Dreifuß vom knappen Jahrhundert waren die Brüder Dreifuß, die haben das Modell empfunden. Das erste ist letztendlich hier der Anfänger. Ja? So, und es ist klar, ein Anfänger, das ist der typische Junior-Entwickler, dem muss man an die Hand führen, deswegen wird auch gerne in der Regel nur ein Junior eingestellt, zum Beispiel wenn man jetzt angestellte Entwickler sucht, wenn man auch gleichzeitig einen Senior, einen sogenannten Mentor, Mentorentwickler auch hat, der sich dann um den Junior kümmert. Also ein Junior auf sich ganz alleine gestellt ist relativ unbrauchbar, weil er braucht Guidance, er muss immer wieder erzählt werden, wo die Reise hingeht, was er machen muss, welche Tools er entwickeln muss, nutzen muss und so weiter. Das nächste wäre dann schon der Fortgeschrittene, und das ist schon sozusagen der Turm, wo sich die allermeisten bewegen drin. Ja. Das ist so die große Mehrheit, denn die können letztendlich schon eigenständig entwickeln. Das ist so der typische Senior, ja, Entwickler, den kann man eine Aufgabe geben und er wird eine Lösung finden, ja, mehr oder weniger. Und dann die nächste Stufe, da gibt es dann schon wieder weniger, das sind sozusagen die Kompetenten, laut Dreifuß. Ja. Ich hoffe, ich zeichne das jetzt auch richtig auf hier. Ja.
Definitiv. Also der hier ist kleiner laut 3 Fuß als wie der hier. Das sind die sogenannten Kompetenten. Und die Kompetenten, die sind halt so, dass sie sagen, okay, die haben von der Selbstwahrnehmung her, hat der Kompetente, sagt er sich, okay, es gibt eigentlich nichts, was ich jetzt nicht lösen könnte. Ja? Also beim Fortgeschrittenen, ja, die sagen sie immer, ich muss mir noch ab und zu mal irgendwo Hilfe holen, ja, von extern. Der Kompetente ist extremst von sich selbst überzeugt. Und das ist letztendlich auch gleichzeitig sein Verhängnis. Und die allermeisten, hier ist quasi wie so laut Dreifuß so eine unsichtbare Mauer, die jetzt hier kommt. Ja, und das ist ganz wichtig zu verstehen. Die mache ich mal hier grün. Ja. Ja. Und hier kommt letztendlich die nächste Stufe, aber die ist wesentlich geringer hier. Also ungefähr so. Und hier kommt dann die letzte Stufe, die ist am allergeringsten. Das ist die absolute Minderheit. Das sind die eigentlichen Experten. Ja. Und das sind die sogenannten Gewandten. Also der Gewandte, der ist letztendlich noch nicht ganz Experte, aber der besitzt im Gegensatz zum Kompetenten letztendlich eine einzige Fähigkeit und die ist alles entscheidend und das ist die Fähigkeit der Selbstreflexion. Ja. Reflexion. Einige Chemiker, oder? Okay. Und das ist letztendlich auf Softwareentwicklung bezogen sehr, sehr wichtig, denn hier ist es häufig so, dass der Kompetente, der sagt, naja, es läuft ein Projekt nicht so, wie es eigentlich angedacht ist und er sucht die Schuld. Wo sucht er die Schuld? Im Außen. Ja? Wenn was nicht läuft, dann sucht er die Schuld im Außen, er sucht die Schuld beim Kunden. Der hat irgendwas nicht richtig klar erklärt, nicht irgendwie in Anforderungen nicht richtig. Der sucht die beim Nutzer, der ist zu dämlich, irgendwas zu benutzen. Der sucht die Schuld irgendwie beim System, ja, beim Framework, ja, bei der Programmiersprache, die entschieden wurde zu verwenden, die hat Schuld. Ja. Alle möglichen Faktoren oder Leute oder Stakeholder haben Schuld, wenn irgendwas nicht so läuft im Projekt, ja, irgendwas daneben gegangen ist, nur nicht er selber. Und der ganz große Unterschied, und deswegen gibt es davon so wenige, und das Gleiche sage ich gleich vorweg, kann man auch anwenden und beziehen auf alle anderen Berufsgruppen. Ja. Und deswegen sind die so stark in der Minderheit, weil der hier hat die Kompetenz der Selbstreflexion, das heißt, der sagt, ja, der sagt, und der, deswegen ist der so weit fortgeschritten, der sagt, was kann ich machen? Also was kann ich dazu beitragen? Welche Fehler habe vielleicht ich gemacht, dass es aktuell nicht so läuft, wie es eigentlich gedacht war? Also er sucht letztendlich die Ursachen bei sich, insbesondere da, wo er sie auch am schnellsten kontrollieren und verbessern kann. Das heißt, er sucht Möglichkeiten, Lösungen zu finden und beschuldigt nicht andere, die sowieso nicht die Möglichkeit haben, Lösungen zu finden. Das heißt, es ist ja letztendlich, er übernimmt Verantwortung, ja, generell, erstmal, und dadurch gewinnt er eben auch die Macht und die Kontrolle und überhaupt die Möglichkeit, Lösungen zu finden. Denn in dem Moment, wo der Kompetente, laut Dreifuß, ja, auf Kunden, Nutzer, System Schuld schiebt, ja, Kunden, Nutzer, System müssten ja dann das Problem lösen, weil die haben ja Schuld. Werden sie aber nicht tun, weil sie es wahrscheinlich gar nicht können, weil er ja der IT-Experte, also der IT-Mensch, der ist ja derjenige, der das programmiert. Ja? Und das ist eben der Unterschied hier. Ne? Der Gewandte macht genau das, der sucht sozusagen die Schuld, ja, in sich selbst und kann dadurch auch komplizierte und komplexe Lösungen, Probleme lösen. Ja?
Und der Experte ist dann letztendlich die absolute Koryphäe. Das sind dann letztendlich Leute, die komplett alles hinterfragen, komplettes Out-of-the-Box denken, ja, die neue Systeme entwickeln, generelle neue Frameworks entwickeln. Und solche Leute sind es dann, ja. Und warum sage ich das Ganze? Warum mache ich überhaupt dieses Video? Wie gesagt am Anfang, es ist häufig so, dass ich halt auch mit kleineren Softwareentwicklern zusammenarbeite, oder kleiner vom Unternehmensumfang her, ne? Also nicht von der Körpergröße oder so, oder vom Mensch, sondern ja, die letztendlich auch teilweise schon fortgeschrittenen Alters sind und sich fragen, warum es nicht so läuft, wie es laufen sollte. Ne? Und ich denke, als ich dieses Dreifußmodell hier mir reingezogen habe, ja, über diverse Bücher und Recherchen und so weiter, habe ich gedacht, wow, darüber mache ich mal gut und gerne ein Video, weil das ist ja genau der Punkt, worum es hier wahrscheinlich geht. Ja? Die Leute, die letztendlich hier nicht weiterkommen, denn man kann gut und gerne sagen, hier bist du quasi vom Verdienst her bei 30 bis 40 Euro Stundensatz. Ne? Hier bist du bei, sagen wir mal, 40 bis 65, hier bist du bei 65 bis 95. Ja? Ja, manche machen sich dann selbstständig, machen eine Agentur und dann versuchen sie sozusagen auf 110 Euro zu gehen oder darüber hinaus. Ja? Scheitern aber die meisten, muss ich gleich dazu sagen, wenn sie effektiv ihren Stundensatz ausrechnen. Und hier geht es dann so richtig los, also so sagen wir mal 100 Euro plus. Ja? Also hier, die verdienen dann so richtig, die kriegen dann sagen wir mal bis 200 Stundensatz und so weiter. Ne? Also sind schon sehr, sehr hoch und Experten letztendlich noch mehr. Ja? Also man sagt laut Studien, dass ein Experte, also wenn wir jetzt mal von End zu End gehen, ein Experte ein Experte 40 Mal ja, bis 60, manche Studien sagen sogar 80-fach, also 80 Mal so produktiv. Sieht man das überhaupt noch? Ja, sieht man noch. 80-fache Produktivität. Also wenn du jetzt mal sagst, okay, ein Anfänger kriegt irgendwie 30 Euro Stundenlohn, ja, oder sagen wir selbst bei 20 Euro Stundenlohn, das Ganze mal 8, dann sind wir bei 160, 200, 180, sowas, und dann das Ganze dann noch zum Mal ja, an der Null dran, und dann hätte eigentlich so ein Experte teilweise 1.000 bis 2.000 Euro Stundensatz. Und es gibt tatsächlich IT-Experten, ich kenne da einige wenige, durfte ich kennenlernen in meinem Leben, im Bereich IT-Security, die waren so gut, die haben teilweise echt so einen Stundensatz gehabt von 1.000 Euro. Ja? Also die lösen dann halt einfach auch wirklich Probleme, da wo es quasi um Millionen, Milliarden geht, ja, Verlust haben oder nicht haben, der kriegt auch einen Stundensatz von 1.000, 2.000 Euro, das ist gar kein Problem. Ja? Das ist aber die absolute Minderheit. Ja, okay. Genau, also nochmal kurz zusammenfassen. Der Sinn und Zweck dieses Videos ist, ich habe mit sehr vielen Softwareentwicklern zu tun, die letztendlich nicht vom Fleck kommen, die nicht weiterkommen. In der Regel bleiben die irgendwo hier hängen. Ja? Irgendwo hier. Ja. Machen sich irgendwie selbstständig oder Angestellte. Hier sind sie angestellt. Hier meistens auch noch, dann machen sie sich irgendwie selbstständig, hier wollen sie dann eine Agentur machen, ja, und scheitern. Also kannst du auch gerne die Statistik anschauen. Ich spreche ja nicht mit Tausenden von Selbstständigen jeden Tag, aber das, was ich sozusagen, mit denen ich spreche, die halt bei mir einen Termin buchen oder so und auch in meinem Netzwerk, und die Statistiken sagen mehr oder weniger alle das Gleiche. Die meisten scheitern hier, weil sie über diesen kompetenten Status nie hinauskommen und nicht die Fähigkeit besitzen der Selbstreflexion. Das heißt, und das sehe ich auch in ganz vielen Online-Business-Coachings, da sitze ich dann drin, ja, und da sitzen dann Coaches, ja, die hier irgendwo sind, fortgeschritten bis kompetent, ja, wenn du Glück hast. Und die sozusagen so selbst von sich überzeugt sind, da einen Frame aufbauen, dass das, was sie sagen, ist die absolute Wahrheit,
dass du dir denkst, tja, kann ja gar nicht sein, ja? Also als Erfahrener, sagen wir mal angenommen, du hast schon einen Expertenstatus, buchst ein Online-Business-Coaching, weil du halt skalieren möchtest, dir fehlen halt noch bestimmte Skills zum Skalieren, ja? Bist Gewandter oder Experte und kommst dann in dieses Coaching rein und dann wirst du von Leuten gecoacht, die ungefähr in ihrem Fach, ja, von Dingen, von denen du vielleicht gar keine Ahnung hast, ist schon klar, aber in ihrem Fach letztendlich hier sind. Und das ist ja auch soweit kein Problem. Nur besitzen sie nicht die Fähigkeit der Selbstreflexion, laut Dreifuß, und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Das heißt, würdest du zum Beispiel einen Widerspruch machen oder sowas, dann kommen die mir überhaupt nicht klar, weil sie von sich so stark überzeugt sind, dass letztendlich, egal was es ist, dass letztendlich bei dir als Coachee hier, als Experte, in diesem Coaching, egal was bei dir gerade nicht funktioniert, es ist immer irgendwas im Außen. Bist du, ja, der Kunde, der Nutzer, der System, das Framework, ja, im Fall von Softwareentwicklung oder im Fall vom Coaching wäre das der Coachee, ne? Der Experte, der Berater, ja, der Coachee halt, ne? Coachee, glaube ich so. Ich sage ein Legastheniker, weiß ich nicht, wie man schreibt. Also, mit anderen Worten, es ist egal was, nur nicht er ist das Problem oder ja, er ist die absolute Lösung. Und das ist so ein bisschen das, wo es meistens dran hakt. Ne? Das war es eigentlich. Und ja, nochmal abschließen, nochmal abrundend. Es geht darum, dass meine Erfahrung, aber auch Statistiken zeigen, dass viele Softwareentwickler nicht von der Stelle kommen, von einem Stundensatz von 40 bis 90, 95 Euro. Ja, und egal was sie machen und tun, egal wie viel Coachings, dann buchen sie ein Coaching für 5, 6, 10, 20.000 Euro und finden dort auch wieder nur Leute, die auch wieder nur auf diesem Level sind. Ja, und du brauchst aber Leute, die in einem Fach, in dem du nicht so gut bist, wenn du dich da fortbilden willst, ja, auf diesem oder im Idealfall auf diesem Level sind. Ja. Und davon gibt es ja also nur so wenige. Deswegen ist ja allein das schon das Problem, dass es so wenige nur gibt, die überhaupt auf diesem Level sind oder jemals angekommen sind, weil eben hier so eine unsichtbare Mauer ist und generell gesprochen die Leute einfach nicht diese Mauer durchdringen, aufgrund ihres Egos, mangelhafter Selbstreflexion, der Unfähigkeit, sozusagen, ja, sich selbst zu der Selbstanalyse sozusagen, ja. Es gibt so einen Spruch, ich glaube, Einstein soll auf dem Sterbebett gesagt haben, hoffentlich merkt niemand, dass ich nur ein Hochstapler war. Und das ist eben ein super Spruch, denn er zeigt, dass desto mehr du weißt, also desto höher du kommst, desto unsicherer wirst du dir eigentlich in allem, weil du ja letztendlich irgendwann zu der Erkenntnis kommst, ich weiß zwar jetzt so viel, aber desto mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich eigentlich gar nichts weiß. Ne? Weil letztendlich es so unfassbar viel gibt, was wir einfach nicht wissen. Ja? Also egal in welcher Domäne du quasi Experte bist oder jemals wirst, wenn du das Glück hast, dass du jemals auf diese Level hier kommst, ja, wirst du irgendwann feststellen, ich bin Experte auf meiner Domäne, aber ich habe eigentlich erkannt, ich weiß eigentlich gar nichts. Also ich weiß zwar eine Menge, aber im Vergleich zu dem, was ich noch wissen könnte, ja, weiß ich eigentlich gar nichts. Ja. Egal, was es ist, ne, ob das jetzt Algorithmen, Programmieren ist. Ja. Also da gibt es ja Artificial Intelligence, Quantenphysics und so weiter. Ne. Was wissen wir über diese ganzen Themen? Ja. So wenig, ne? Also quasi gar nichts. Ja. Tun aber so, als wären wir die absoluten Experten. Und deswegen ist es häufig so, und ich kriege das in meinen YouTube-Videos auch, ja, dass letztendlich echte Experten, ja, während hier sozusagen fortgeschrittene Kompetente, laut Dreifuß sagt es auch, ja, mit Brust voraus, ja, so im Coaching drin sitzen oder im Team-Meeting oder im Projekt-Meeting oder egal, um was es geht, ja, und komplett von sich zu 100% überzeugt sind, sind die eigentlichen Fortgeschrittenen, Gewandte und Experten sich letztendlich eher unsicher, stottern eher mal oder so, ja, widersprechen sich auch mal selbst, ja, und weil sie einfach
in einem ganz anderen Level sind, zu Hause sind. Ja? Und deswegen ist auch in diesen vielen Coachings, wo ich schon mich auch eingekauft habe und gebucht habe, sehe ich das immer wieder, dass teilweise echte Experten in irgendeinem Gebiet, aber die halt gerne zum Beispiel verkaufen lernen wollen oder sowas. Ne? Also so ein echter Experte, IT-Experte, der aber halt überhaupt gar nicht verkaufen kann. Ja, macht ja nichts. Ne? Ist halt auch nicht, muss auch nicht sein Ding sein. Aber er hat sich überwunden, da in so ein Coaching reinzukommen und dann letztendlich sich total unsicher ist und allem, und weil er eben schon auf so einem Wahnsinnslevel ist. Ja? Und dann zusätzlich und vielleicht auch schon fortgeschrittenen Alters, und dann noch zusätzlich auch noch niedergemacht wird, ja, runtergeputzt wird von sogenannten Experten-Coaches, die in Wirklichkeit gar keine Experten sind, sondern nur bestenfalls fortgeschritten oder kompetent, ja, und zudem vielleicht auch noch 10 oder 20 Jahre jünger, ja, und meinen, sie sind die Allerbesten, Allergrößten und Superstars, ja. Und ich hatte das diese letzte Woche wieder so einen Fall, wo ich halt jemanden im Call mit mir gebucht hatte, wo ich mir echt sehr gut vorstellen konnte, dass das genau so eine oder so eine ähnliche Situation auch wieder war. Ne? Und das ist halt super schade, denn also die werden halt nicht weiterkommen mit dem Coaching, mit dem Coachee, und der Coachee wird nicht sehr viel weiterkommen mit dem Coaching. Ne? Der wird also nicht wirklich zur leuchtenden Empfehlungsmarketingmaschine werden für dieses Coaching-Programm, weil die halt nicht erkannt haben, wo sie wirklich sind, auf welchem Level, und wo ihr Kunde, in dem Fall Coachee, wirklich ist, auf welchem Level. Ja. Und das gilt also für Dienstleistungen genauso wie... Hallo, ich bin Christoph. Ich habe im April diesen Jahres eine Full-Service-Werbeagentur gegründet. Zusammen mit 8 Mitarbeitern spezialisiert auf die Gestaltung individueller Webseiten und Online-Marketing. Thomas Klein unterscheidet sich in der Hinsicht zu anderen Coaches und Mentoren, weil er praxisorientiert arbeitet und sehr zielstrebig ist. In der kurzen Zeit konnte mir Thomas Klein bereits mir dabei helfen, meinen Unternehmenswert zu steigern. Deswegen kann ich Thomas Klein jedem empfehlen. Und zwar bin ich seit fast 20 Jahren als selbstständiger Softwareentwickler unterwegs und habe eben immer wieder das Thema, wie komme ich an neue Projekte, wie komme ich an neue Kunden. Jetzt habe ich da die letzten Monate mich doch mal viel damit auseinandergesetzt und habe etliche Coaches und Seminare und Co. mir zur Gemüte geführt. Und ja, war so ein bisschen durchwachsen, die ganze Thematik. Und unter anderem bin ich da auch auf den Thomas Klein gestoßen und war natürlich auch etwas skeptisch, nachdem ich jetzt schon ein paar Sachen mir angeschaut habe, die mir nicht so wirklich weitergeholfen haben. Bei Thomas ist das wirklich anders. Er nimmt sich Zeit, er versteht dein Business. Er kommt selber aus der IT, macht das seit, ich weiß nicht, 100 Jahren, glaube ich. Und macht sich auch die Mühe zu verstehen, wo man hin möchte, ne, als Kunde von ihm. Und das hat mir natürlich in dem Fall dann die Augen geöffnet, wo ich dann plötzlich gemerkt habe, hey, es gibt halt doch Unterschiede in den verschiedenen Bereichen, wie man ein Projekt angeht, wie man auch Kunden anspricht. Und ich bin echt zufrieden, wie das funktioniert hat, weil, also Thomas macht nicht nur Coaching, sondern er hilft einem auch wirklich bei der Akquise. Ne? Also er sucht Kunden raus, er hat ein riesen Netzwerk natürlich über seine Historie und präsentiert einem quasi auf dem Silbertablett verkaufsfertige Leads.